Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start, heute zu einem langen Tutorial, dritter Teil. Wir werden heute gemoddete Fahrzeuge in den Online-Modus holen. Ich habe euch auch extra mal ein Fahrzeug vorbereitet, das ihr euch downloaden könnt. Ich habe jetzt noch eine kleine Liste zusammengestellt, was ihr alles benötigt, bevor ihr jetzt hier loslegt. Nicht, dass ihr mittendrin im Tutorial stoppen müsst, weil euch irgendwas fehlt. Wir brauchen als allererstes natürlich wieder Safe Wizard. Dann brauchen wir den GTR Safe Editor. Wir brauchen einen USB-Stick mit mindestens 2 GB. Ganz wichtig, ihr braucht noch Netcat. Ich habe die PC-Version, ich habe auch noch eine Art Handy-Version reingetan. Netcat ist dafür verantwortlich, dass wir unsere Internetverbindung etwas runterdrosseln. Und ihr solltet auf eurem Charakter, auf den ihr die gemoddeten Fahrzeuge draufbringen wollt, ein Capture erstellen. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wie man ein Capture erstellt, und zwar im Editor. Ihr macht das Capture komplett fertig, ihr speichert das ab und veröffentlicht das auch. Wenn ihr die ganzen Punkte jetzt schon erledigt habt, dann kommen wir jetzt zu dem ganzen Tutorial. Und zwar werden wir jetzt erstmal auf die PS4 gehen und uns eine Datei von unserem Speicherstand von GTA auf den USB-Stick ziehen. Los geht's. Wir sind jetzt auf meiner PS4. Wir gehen jetzt einfach als erstes mal in die Einstellungen. Wichtig, ihr solltet jetzt schon den USB-Stick drin stecken haben, sonst gibt es gleich eine kleine Fehlermeldung. Dann gehen wir runter auf die Verwaltung. Dann haben wir hier gespeicherte Daten im System und das wollen wir natürlich jetzt auf den USB-Stick kopieren. Wir gehen jetzt hier drauf. Ihr ladet bitte keine Saves runter, wirklich nur dort, wo eine Prozentzahl steht. Wir klicken dann auf die Prozentzahl. Hier auch mein kleiner erster Tipp ist, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum, wenn ihr die ersten 2 Missionen spielt am Anfang und ihr habt 1,6% und ihr überschreibt das Ganze, dann funktioniert das immer perfekt. Ich hatte schon ein 100%iges Safe-Game, da hat es eigentlich fast gar nicht funktioniert. Auch mit so 50-60% hat es nur selten funktioniert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall, die 1,6% sind aus irgendeinem unerfindlichen Grund am besten. Die Missionen dauern vielleicht 15 Minuten, also falls ihr ebenfalls ein paar Probleme habt, dann spielt die ersten 2 Missionen. Wir kopieren das jetzt rüber. Ihr seht, das ist schon auf meinem USB-Stick. Wir überschreiben das Ganze trotzdem jetzt einfach. Und wenn das fertig ist, gehen wir wieder auf meinen Desktop und werden die Datei überschreiben. Wir sind jetzt auf meinem Desktop. Das erste, was wir natürlich machen sollten, ist den USB-Stick reinstecken. Danach öffnen wir einmal den GTA Safe Editor. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Dann haben wir jetzt dieses Programm vor uns. Jetzt ganz wichtig, ihr solltet jetzt auch schon diese Datei gedownloadet haben, die unten in der Beschreibung drin ist, und zwar dieses Safe Game. Dann geht ihr hier einmal auf Open Files, sucht euch das raus. Das sollte genau so heißen, wie es jetzt hier dasteht. Dann gehen wir auf Öffnen. Ihr könnt euch jetzt hier entscheiden, ob ihr jetzt ein Backup davon macht oder nicht. Es ist nicht zwingend notwendig. Ich mache hier einfach nach. Nein, das Ganze öffnet sich. Wir gehen dann hier einmal auf die Garagen. Ihr werdet jetzt hier sehen, das Auto sollte schon hier drinne sein. Falls es bei euch nicht hier drinne sein sollte, ist die Datei dann auch nochmal unten als Download drinne. Wenn ihr nicht wisst, wie die geöffnet wird, hier unten habt ihr einen kleinen Ordner. Da geht ihr einmal drauf und dann sucht ihr euch einfach die Datei heraus, drückt da einmal drauf und drückt dann auf Öffnen. Ich muss das jetzt hier nicht machen, ich habe das ja hier schon, das Fahrzeug. Ihr könnt natürlich ja auch noch die ganzen anderen Fahrzeuge einstellen. Für unseren Zweck muss das hier erstmal reichen. Deswegen gehen wir dann hier auf Save File. Das Ganze ist jetzt abgespeichert. Wir können das hier erstmal minimieren. Das ist jetzt hier erstmal verschwunden. Das ziehen wir wieder hierher. Dann machen wir jetzt Save Wizard auf. Wenn euer USB-Stick nicht erkannt wird, dann hier unten wieder USB-Drive. Euren USB-Stick raussuchen. Dann wird euch hier eure Datei angezeigt. Doppelt Linksklick, einmal Rechtsklick, dann auf den Advanced Mode. Das Ganze hat nun jetzt geladen. Ihr seht jetzt auch schon, obwohl da 1,6% nur drauf waren, ist hier dennoch im Hintergrund abgespeichert 100%. Wir wollen jetzt natürlich die Datei hier drauf überschreiben. Deswegen gehen wir hier auf Import File. Dann suchen wir uns wieder unsere Director Mode Datei heraus. Gehen hier unten auf Öffnen. Jetzt ganz wichtig, wir drücken einmal auf der Tastatur die 0. Dann kommt dieses Fenster hier. Wir gehen auf Continue und dann drücken wir hier unten auf das Fenster Apply drauf und dann als allerletztes natürlich hier auf Ja und der ganze Prozess kommt ins Rollen. Modifikation ist abgeschlossen. Nächster Step ist jetzt, wir gehen wieder auf die Konsole und übertragen die Datei auf unsere gespeicherten Medien. Wir sind jetzt wieder auf der PlayStation 4. Als erstes natürlich den USB-Stick reinstecken. Dann gehen wir jetzt auf die Einstellungen runter. Wir gehen auf Verwaltung. Jetzt gehen wir natürlich eins weiter nach unten, um vom USB-Stick in den Systemspeicher rein zu kopieren. Gehen hier auf unsere Datei und gehen dann auf Kopieren. Falls das bei euch auch kommen sollte, einfach gilt für alle. Alle überschreiben, neu. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch, falls ihr ein Problem dann habt später, dass ihr den Anruf nicht bekommt, der wichtig ist, oder mit falschen Charakteren spawnt und ihr könnt das auch nicht zurücksetzen, indem ihr den Cache löscht. Dann gibt es die letzte Möglichkeit, ihr geht einmal in den Speicher rein und geht dann hier mal auf gespeicherte Daten. Dann geht ihr auf euer GTA und dann löscht ihr einfach alles raus, wo drauf steht Autosave oder halt eine Prozentzahl dasteht. Die könnt ihr dann rauslöschen, ihr habt ja eh ein Backup, wenn ihr das gemacht habt, auf eurem Rechner drauf. Dann löscht ihr die hier einfach raus. Wenn ihr die rausgelöscht habt, müsst ihr natürlich auch rückwirkend wieder runter zur Verwaltung gehen und die Datei neu reinladen. Damit kann ich euch zu 100% garantieren,
garantieren, dass es dann auf jeden Fall funktionieren muss, weil das System ja dann von diesem Spielstand aus booten muss und nicht drumherum kommt. Wir kopieren das nämlich jetzt wieder neu herein, drücken einmal PlayStation-Taste und gehen jetzt hier auf GTA starten. Dann zeige ich euch die zweite Möglichkeit, und zwar nach dieser Frau im Bikini drückt ihr einfach dauerhaft R1. Ich drücke meistens so lange, bis die zwei GTA-Logos verschwunden sind, das gelbe und dann das blaue, und danach höre ich auf zu drücken. Danach kommt eine Anzeige zur Kalibrierung von Helligkeit. Da drückt er dann einmal X und dann lädt es automatisch in den Story-Modus. So, wir hören jetzt auf, R1-Taste zu drücken und warten jetzt ab, bis die Kalibrierung kommt. So, hier ist die Kalibrierung. Wir drücken X und dann lädt die Story. Die Story hat nun geladen. Das erste, was wir machen, ist ganz schnell Start drücken, damit jetzt nichts weiteres passieren kann. Wir gehen als nächstes auf GTA Online, gehen hier runter auf GTA Online spielen und dann joint ihr einfach in eine Einladesitzung nur für Spieler mit Einladung. Wir sind jetzt in der Einladesitzung. Jetzt kommt der nächste Schritt, den wir machen müssen. Und zwar, ihr könnt eine 10er Garage, eine 8er, eine 6er, eine 4er und glaube auch eine 2er Garage dafür verwenden. Ihr müsst den Spawnort einfach nur auf diese Garage einstellen. Es geht auch mit CEO-Gebäuden, es geht auch mit der Basis, es geht auch mit dem Bunker. Nur wenn ihr diese Spawnorte wählt, müsst ihr aufpassen, dass ihr kein Bett drin habt. Also ihr dürft keine Schlafmöglichkeit da drin haben, weil ansonsten passiert es auch des Öfteren, dass ihr dort spawnt und ihr dann nicht angezeigt werdet, wenn die fehlgeschlagene Meldung kommt. Und der Spawnpunkt könnt ihr euch jetzt hier eine Garage aussuchen. Wichtig ist immer nur, dass ihr hier richtig hinguckt und auch seht, dass da GAR steht für Garage und nicht APT für Apartment. Wenn ihr euch jetzt eine Garage ausgesucht habt, die billigste 10er Garage kostet 100.000 GTA-Dollar ungefähr, dann speichern wir das einfach hier ab unter den Steals und dann auf Outfit. Und dann gehen wir hier einfach mal auf ein anderes, drücken da einmal X drauf, dann sollte das unten rechts mit einer kleinen Schnecke abspeichern. So, nächster Step ist, wir drücken wieder auf Start und verlassen jetzt den Online-Modus. Sobald wir spawnen, drücken wir als allererstes mal Start. Anschließend gehen wir wieder auf Online. Und jetzt ist sehr wichtig, dass ihr das Capture schon erstellt haben solltet. Wir werden jetzt in den Editor reinladen. Im Editor gehen wir dann auf Kreation laden. Hier auf veröffentlichte Kreationen. Und dann haben wir hier unten schon Save stehen. Und wir starten das Ganze. Jetzt habt ihr hier ein rotes Dreieck mit einem Ausrufezeichen. Da gehen wir einmal auf Test. Ob ihr Team 1 oder 2 auswählt, ist egal. Ich nehme jetzt Team 1. Wir werden jetzt gleich mit unserem eigentlichen Online-Charakter spawnen. Ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt gespawnt. Das gleiche Outfit. Und jetzt, ich habe mal unten die ganzen Tastenkombis aufgeschrieben, die ich gerade drücke, damit ihr seht, was ihr auch wirklich drücken müsst. Weil das wird jetzt alles ein bisschen sehr kompliziert wahrscheinlich. Wir drücken nämlich als allererstes zweimal Pfeiltaste schnell hintereinander nach unten. Dann wird jetzt unser Rad rechts aufgehen. Wir bleiben dabei gedrückt nach unten mit der Pfeiltaste und gehen jetzt mit dem rechten Stick auf Trevor und lassen jetzt die Pfeiltaste einfach los, dann kriegen wir diese Fehlermeldung. Dann drücken wir einmal die PlayStation-Taste, gehen in die Einstellung, gehen dann auf Netzwerk, bleiben hier drauf, drücken doppelt PlayStation-Taste. So, ganz wichtig, die nächste Kombi wird wirklich ein bisschen schwer. Wir drücken jetzt X, dann doppelt PlayStation-Taste, Internet raus, auf die nächste Meldung warten, annehmen, doppelt PlayStation-Taste, Internet wieder rein. Also, wir drücken X, doppelt PlayStation-Taste, Internet raus, doppelt PlayStation-Taste, wir warten, Meldung annehmen, doppelt PlayStation-Taste, Internet rein, doppelt PlayStation-Taste. Ihr seht jetzt oben links, kommt jetzt ein kleines Menü. Wir werden jetzt wieder als Trevor spawnen, wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte. Anwendung schließen, alles wieder aus dem Speicher rauslöschen und vom USB-Stick wieder in euren Speicher reinladen. Wenn ihr hier ein bisschen betrunken seid, ist das kein Problem. Solltet ihr von der Polizei verfolgt werden, dann tötet euch. Der Anruf kam jetzt. Ihr drückt nach dem Anruf sofort Start. Wichtig ist, wir gehen jetzt erstmal kurz auf Einstellung und werden jetzt mal den Ton und die Vibration ausmachen. Sobald ihr den Anruf bekommen habt, gehen wir einmal in den Regisseurmodus, gehen hier drauf, dann drücken wir einmal X. Wir haben jetzt hier Trevor, wir gehen als allererstes in die Einstellung, gehen hier auf Mittag, dann gehen wir auf Akteure, suchen uns unter Story-Charakteren Franklin aus, drücken jetzt X und werden dann in der Nähe von einem See spawnen und bekommen dann einen Anruf. Wir bekommen jetzt einen Anruf, den spammt er einfach mit Kreis weg, den brauchen wir nicht. Danach gehen wir einmal auf Start. Dann suchen wir uns hier hinten dieses Kino aus. Machen eine Markierung hin. Dann Touchpad drücken. Falls das bei euch zu krass verbuggt ist, drückt ihr einfach nochmal Start und dann nochmal Start. Dann gehen wir hier auf Ziele. Dann gehen wir auf Wegpunkt und drücken hier einmal X. Am Kino angekommen, ganz schnell zum Kino rennen. Wenn ihr an den Türen steht, rechte Pfeiltaste drücken, dann seid ihr drinne. So, im Kino haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit.
Wir gehen jetzt einmal auf die PlayStation-Taste und gucken nach einer Aktivität. Wichtig ist natürlich, dass diese Aktivität mit GTA Online verbunden ist. Das heißt, da darf kein GTA 5 starten stehen oder auch keine Spielliste. Also hier unten GTA 5 nicht. Hier steht auch nochmal GTA 5, das auch nicht. Genau, hier haben wir jetzt GTA Online starten. Wir drücken hier einmal drauf. Kreis, das hat jetzt noch nichts zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal auf Touchpad, gehen hier einmal zurück zum Casting-Trailer. Jetzt ist ganz wichtig, wir drücken hier einmal drauf. Sobald der Bildschirm komplett schwarz ist, doppelt PlayStation-Taste und dann gehen wir in GTA Online wieder rein. Wir drücken jetzt X, doppelt PlayStation-Taste, hier rein, Kreis. Start. Solltet ihr jetzt nicht vor dem Kino stehen mit diesem Menü und im Casting-Trailer wieder spawnen, dann wählt einfach wieder Franklin aus. Ihr werdet in der Nähe des Kinos spawnen, rennt schnell hin, drückt wieder die rechte Pfeiltaste vor der Tür und macht diesen Schritt einfach wieder von vorne. Das heißt, hier könnt ihr noch nicht so stark failen. Wenn ihr jetzt Start gedrückt habt, gehen wir wieder hier rüber auf Online, gehen dann hier runter auf GTA Online spielen, drücken hier einmal drauf, dann noch einmal auf Los. Hier drückt ihr jetzt nichts, wir drücken wieder einmal die PlayStation-Taste, gehen hier auf Einstellungen. Gehen wieder auf Netzwerk. Ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Varianten. Entweder ihr lasst das Internet komplett raus oder drückt nach der Fehlermeldung dann wieder das Internet rein. Ich habe noch einen Link zu einem Video reingetan, wo das ein bisschen anders ist. Denn komischerweise reagiert irgendwie jedes System, je nachdem, was ihr für eine Internetleitung habt, immer wieder unterschiedlich. Wir nehmen das hier an, doppelt PlayStation-Taste, Internet draußen lassen und wieder zurück zu GTA. Also X, doppelt PlayStation-Taste, Internet raus, doppelt PlayStation-Taste. Ich warte jetzt kurz ab, bis die Meldung kommt. Hier, die nehme ich an. So, wir spawnen dann als Trevor. Ihr bringt euch hier einfach irgendwo um. Ihr werdet dann auch sehen, dass der Bildschirm langsam dunkel wird und wir dann irgendwo an einem Krankenhaus spawnen werden. Am Krankenhaus müssen wir jetzt ein bisschen warten. 1 Minute bis 1 Minute 30 ungefähr, bis dann automatisch der Bildschirm wieder schwarz wird und wir dann in eine Filmfrequenz reinladen, die er dann einfach überspringt. So, ich warte das Ganze hier einfach mal ab. So, ihr seht, das Bild wird jetzt dunkel. Es lädt eine kleine Frequenz jetzt hier. Sobald alles ordentlich gespawnt ist, drücken wir einmal X. Wir werden jetzt als Michael spawnen. Ich muss jetzt doppelt PlayStation-Taste drücken, Internet rein und jetzt warte ich meistens 10 Sekunden, bis ich dann wieder in den Editor gehe. Unten ist ein kleiner Timer und wir warten jetzt kurz ab. Wir drücken einmal Start, gehen dann wieder auf Online und jetzt gehen wir in den Editor, nehmen das Ganze hier an. Ihr werdet wieder nach oben gezogen, es kommt eine kleine Online-Meldung, die aber sofort wieder verschwindet. Und die Kamera wird jetzt sofort auf eine Baustelle rüberschwingen. Wir werden jetzt runterladen. Ihr seht, jetzt kommt gleich eine kleine andere Frequenz. Und jetzt drücken wir doppelt PlayStation-Taste, Internet wieder raus, doppelt PlayStation-Taste, diese Meldung hier annehmen. Wir haben jetzt den Editor auf die Mission überschrieben. Wir gehen jetzt hier runter zurück auf GTA Online, nicht auf GTA, zurück zu GTA 5, sondern zu GTA Online. Wichtig ist, wenn ihr jetzt gefailt habt und eine andere Meldung bekommen habt oder ihr dastehen habt, dass es nicht möglich ist, den Regisseurmodus zu laden, dann Anwendung schließen, alles wieder von vorne beginnen. Ihr prüft jetzt nochmal, ob ihr noch auf der Netzwerkeinstellung seid mit Doppel-Playstation-Taste. Wir sind noch drauf. Jetzt ist auch wieder Timing gefragt. Ihr drückt jetzt gleich auf GTA Online zurück. Sobald der Bildschirm schwarz wird, doppelt PlayStation-Taste, Internet rein und nicht zurück zu GTA Online. Also, wir drücken jetzt hier X, wir warten, warten, warten und doppelt PlayStation-Taste, Internet rein, nicht zurück zu GTA Online. Wir warten kurz, wieder 10 Sekunden. So, 10 Sekunden gewartet, einmal PlayStation-Taste, jetzt gehen wir wieder zu diesen Aktivitäten unten, suchen das gleiche wie vorhin, online starten, nicht GTA 5 starten, auch keine Spielliste. So, jetzt haben wir hier unten GTA Online starten. Da drückt ihr jetzt einmal drauf und dann kommt eine Meldung. Und zwar diese hier, dass die Spielserver gegenwärtig nicht verfügbar sind. Und ihr seht aber unten rechts steht da fortfahren oder erneut starten. Wenn ihr bis hierher alles richtig gemacht habt, dann habt ihr das genauso wie bei mir jetzt stehen. Falls ihr eine Meldung bekommen habt, dass ihr zurück in den normalen GTA Story Modus müsst, dann müsst ihr auch wieder hier alles von vorne beginnen. Wir drücken jetzt hier einfach Viereck und warten ab, bis wir in den Online-Modus reingeladen haben. Das kann hier wirklich ein bisschen lange dauern. Zwischen 2 bis 5 Minuten. Wir drücken nämlich jetzt einfach auf erneut. Ihr seht jetzt, das Ganze lädt unten rechts und wir werden jetzt gleich mit einer fehlgeschlagenen Meldung in den Online-Modus reinladen.
So, ihr seht, ich bin jetzt wieder in meiner Garage. Falls ihr einen kompletten Black Screen habt, dann ist das auch gescheitert. Ihr müsst auch wieder von vorne leider beginnen. Wenn ihr jetzt so wie ich in der Garage seid, hat alles funktioniert. Als nächstes nehmen wir Netcut, um die Verbindungsgeschwindigkeit ein bisschen zu drosseln, damit wir hier rausgekickt werden und sich die Story-Karte auf die Online-Karte überträgt. Ich öffne jetzt einfach mal Netcut in meinem Fenster. Wir suchen uns die PS4 hier raus. Ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt Netcut aktiviert, passt auf, dass ihr nicht zu lange wartet, um das dann wieder reinzunehmen. Ihr solltet wirklich, sobald die Karte übertragen ist, Netcut wieder rausnehmen und die Leistung eurer PS4 auf 100% stellen. So, wir sehen, die Spieler verlassen nun. Wir warten noch ein bisschen ab. So, die Karte hat sich überschrieben, volle Leistung wieder rein. Wenn die Karte jetzt unten genauso verbuggt ist wie bei euch, dann drücken wir jetzt einfach auf erneut versuchen und wir werden jetzt eine kleine Mission bekommen, die müsst ihr erfolgreich abschließen. Ihr solltet jetzt aufpassen, wenn ihr die Mission abschließt, dass ihr nicht sterbt und die ganze Mission auch nicht fehlschlägt, sonst war es das nämlich, sonst könnt ihr das Ganze auch wieder von vorne machen. Das ist recht simpel, wir kriegen jetzt hier einen wunderschönen gelben Helm, wir rennen zu diesem Herrn im weißen Helm und werden ihn unsere Meinung aufzwingen und ihm den Koffer klauen. Mit dem Koffer rennt ihr schnell weg, passt nur auf, dass ihr euch nicht boxen lasst. Wir bringen jetzt das Päckchen zu Lester, wir sehen uns dann gleich wieder am Übergabeort. So, wir sind die Polizei nun los. Wir sind bei Lesters Fabrik. Wir bringen jetzt einfach den Koffer hoch, laufen in den gelben Kreis. Dann bekommen wir nochmal eine kleine Filmszene, die könnt ihr dann überspringen. So, wir drücken jetzt hier einmal X. Jetzt bekommen wir den Raubüberfall. Ihr spammt hier einfach X komplett durch. Dann die Methode auswählen. Dann die Crew. Und sobald das Ganze bestätigt ist, kommt nochmal eine kleine Szene und dann drücken wir hier auch nochmal X. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt unten einen kleinen grünen Pfeil, obwohl wir Michael sind. Drücken hier einfach X. Jetzt kommt gleich ein Anruf. Den ersten Anruf einfach mit Kreis wegspam. Der zweite Anruf, den nehmen wir an. Beziehungsweise wir rufen eher an, weil es wird gewählt. Wir drücken hier einfach permanent Kreis. Wir warten jetzt ab, bis der zweite Anruf kommt. So, der zweite Anruf ist da, wir drücken Start, einmal L1, Rockstar Editor, Regisseurmodus, diese Meldung nehmen wir an. Wir sind jetzt wieder im Casting-Trailer. Ganz wichtig ist jetzt, ihr solltet jetzt bei Akteure euren Online-Charakter auswählen, mit dem ihr gerade eben in der Einladesitzung wart. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Charakter 2 hattet, dann müsst ihr natürlich auch 2 auswählen. Bei mir war es Charakter 2. Wir drücken jetzt hier auf Auswählen. Wir sind jetzt mit dem Online-Charakter erstmal in diesem normalen Regisseur-Modus. Ihr solltet hier mal ein bisschen warten, bis das ordentlich geladen hat alles. Denn es kann jetzt sein, das ist auch nochmal ein kritischer Punkt, sobald ihr jetzt in eine neue Einladesitzung geht, könnte jetzt eine Fehlermeldung kommen. Wir drücken jetzt Start, gehen jetzt hier wieder auf Online, gehen dann hier runter auf GTA Online spielen. Wir gehen auf Sitzung nur für Spieler mit Einladung und drücken jetzt X und hoffen, dass wir keine Meldung kriegen. Wir drücken nochmal X und das Ganze lädt jetzt nach oben. Ihr seht, kein Black Screen bekommen und unten steht jetzt auch GTA Online wird betreten. Das Ganze hat also funktioniert und wir warten jetzt einfach wieder, bis wir in unserer Garage oder wenn es in eurem Fall CEO oder eine Basis ist oder der Bunker, warten wir ab, bis wir dort gespawnt sind. So, wir sehen jetzt, oben rechts steht Regisseurmodus. Wir sind in unserer alten Garage. Wir drücken mal einmal Touchpad. Ihr seht jetzt, das Menü ist ein bisschen verbuggt. Entbacken wieder mit Start und nochmal Start drücken. Dann habt ihr ein normales Menü. Wir werden jetzt als nächsten Schritt das Auto spawnen lassen. Dazu braucht ihr einen MOC und einen Bunker natürlich. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und zwar werde ich jetzt dort einfach hingehen, hinspawnen. Hier kann ich leider keine Markierung setzen. Dazu müsst ihr erstmal raus. Wir gehen hier einmal raus, drücken Start. Setzen eine Markierung am Bunker, dann Touchpad, Start, eigenen Wegpunkt und dann X drücken. So, wir lassen jetzt hier das Fahrzeug spawnen. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr Platz habt. Geht am besten irgendwo außerhalb der Stadt, sonst wird euer Fahrzeug nachher zerstört. Und zwar ist das Problem jetzt, durch das Spawnen des Fahrzeuges müssen wir leider die Sitzung wechseln und eine neue Sitzung suchen. Und da kommt ihr in eine öffentliche Sitzung. Das ist leider nachteilhaft. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal auf Touchpad. Nochmal Start, dann gehen wir runter auf unsere Garage. Und jetzt suchen wir uns das Auto raus, was wir natürlich spawnen lassen wollen. Da ist unser
Fahrzeug, was wir haben wollen. Wir drücken hier noch einmal Touchpad drauf, so dass diese Meldung hier kommt. Jetzt gehen wir auf Start. Wir gehen auf Online. Wir gehen jetzt runter auf Neue Sitzung finden. Jetzt auch wieder Timing ist gefragt. Sobald ihr diese Meldung angenommen habt, wird die Kamera wieder nach oben gehen. Ihr werdet für eine kurze Zeit oben keinen Regisseurmodus stehen haben. Sobald der wieder erscheint, drückt ihr Touchpad dauerhaft gedrückt lassen, einmal X. Sobald der Bildschirm kurz schwarz wird, drückt ihr danach dauerhaft Kreis einfach mal durch, so 12 bis 15 Mal. Also wir drücken jetzt hier X, wir warten ab, bis der Regisseurmodus oben rechts steht. Jetzt Touchpad X drücken, Bildschirm wird schwarz, Kreis spammen. Ein paar Mal Kreis spammen wirklich. Wir werden jetzt gleich in eine neue Sitzung reinladen, das kann hier auch ein bisschen dauern, 1-2 Minuten. Und wir sehen uns dann gleich wieder an dem gleichen Punkt. Ihr werdet natürlich jetzt wieder an eurem Apartment bzw. in eurer Garage spawnen und müsst dann wieder dort euch hinbegeben. So, wir sind jetzt wieder in der gleichen Position wie vorhin und wir sehen, da steht jetzt ein Auto und zwar unser Auto, was wir gespawnt haben. Ihr seht, alles ist so drauf, wie es sein sollte. Jetzt kommt natürlich noch der Punkt, wie wir das Ganze abspeichern, weil wenn wir jetzt hier mal aussteigen, seht ihr, dass der Wagen nicht markiert ist. Das ist nicht unser Wagen. Damit wir den abspeichern können, müssen wir jetzt den MOC herausfahren. Ihr solltet aufpassen, dass ihr euch hier nicht töten lasst. Sobald ihr tot seid, müsst ihr wahrscheinlich das Ganze wieder von vorne machen. Mir ist das bis jetzt noch nicht passiert. Um euch safe zu sein, dass ihr nicht sterben tut, geht ihr einfach hier mal auf Online, dann gehen wir hier runter auf Optionen, dann könnt ihr hier den Passivmodus anmachen. Ich lasse den jetzt kurz aus, weil ich wahrscheinlich im MOC ein Fahrzeug drin haben werde, was ich rausschmeißen muss. Wir werden jetzt nämlich in den Bunker gehen, fahren unseren MOC raus und gucken einfach mal, was wir hinten drin stehen haben. Unser MOC ist draußen, sucht euch einen Platz, wo hinten der kleine blaue Kreis sichtbar ist. Der darf nicht verschwinden. Dann steigt ihr hier mal aus und geht mal hinten in euren Anhänger rein und guckt, ob da ein Fahrzeug drin ist. Wenn da ein Fahrzeug drin ist, müssen wir das natürlich erstmal da raus manövrieren. Ihr seht, hier hinten ist ein Izzy drin. Wenn es ein Fahrzeug ist, was ihr braucht, müsst ihr das jetzt natürlich rausfahren in eine Garage. Ansonsten, wenn ihr das nicht mehr braucht, geht ihr einfach aus dem Anhänger raus. Sucht euch einen Straßenwagen, fahrt mit dem Straßenwagen dann an euren MOC. Wir werden jetzt hier einfach mal zu dieser Straße hier hinspawnen. Mit rechter Pfeiltaste steht jetzt hier, Fahrzeuglager ist voll. Wir überschreiben das Ganze jetzt und drücken einfach X. Sobald ihr das überschrieben habt, ist das Fahrzeug weg. Wenn wir jetzt hier drinnen sind, steigen wir wieder ein in das Fahrzeug und fahren raus und zerstören das Ganze und dann ist unser MOC auch schon leer. So, der Wagen ist jetzt zerstört. Wir haben jetzt hinten den freien Platz. So, ich habe mein Fahrzeug wiedergefunden. Also passt immer auf, wo ihr das hinstellt. Weil, wie gesagt, ihr seht das nicht auf der Map. Danach werden wir die Fahrertür versuchen, mit irgendwas abzublocken, damit wir nur noch über die Beifahrertür rausgehen können. Da haben wir hier dieses wunderschöne Schild. Da fahren wir jetzt einfach mal mit der Tür dran. So, das hier sollte ungefähr funktionieren. Hier solltet ihr auf jeden Fall nicht mehr über die Fahrertür rauskommen. Jetzt drücken wir erstmal Dreieck, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Ihr seht, wir kommen raus. Jetzt ganz wichtig ist, ihr müsst jetzt in dem MOC einen Zielpunkt setzen. Dazu geht ihr nochmal in den Anhänger rein. Im Anhänger stellt ihr euch mittig auf die schwarze Platte, Blickrichtung zur kleinen Schiebetür, dauerhaft Touchpad, Start, nochmal Start, dann auf eigenes Ziel 1 oder 2 und dann drücken wir einmal Dreieck, dann haben wir jetzt einen grünen Punkt hier drinne gesetzt. Wir gehen wieder raus aus dem Anhänger. Wir steigen jetzt wieder in unser Fahrzeug ein. Jetzt drücken wir Touchpad, wieder Start, nochmal Start. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier einen Wegpunkt an den Docks. Wir drücken jetzt nochmal Touchpad. Jetzt ganz wichtig, wir drücken Touchpad, sobald unser Charakter sich auf den zweiten Sitz rüber bewegt und drücken dann X. Also wir drücken Dreieck, sobald er auf dem Sitz drüben ist, Touchpad X. Ihr seht, jetzt hat es funktioniert. Wir werden jetzt an den Docks spawnen. Hinter uns ist nichts, vor uns ist auch nichts. Wir werden jetzt nämlich zurück zu dem MOC gehen und ihr werdet dann sehen, dass in dem MOC das Fahrzeug drin sein sollte. Wichtig ist jetzt, wenn ihr jetzt hier auf Spawn geht, geht nicht auf eigenes Ziel, sonst kann es passieren, dass ihr im freien Fall seid. Wegpunkt und dann dahin spawnen. So, wir gehen hinten an den MOC dran. Und ihr seht jetzt, der Wagen ist im MOC drin. Wir werden jetzt hier einmal einsteigen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr jetzt nicht vor- oder zurückfahrt, sondern Handy hoch. Dann gehen wir auf Legendary Motorsports, gehen auf die billigsten Sachen nach ganz oben. Falls ihr kein RH8 habt, dann guckt ihr einfach auf der billigen Internetseite. Da gibt es dieses Faggio für 4000 GTA-Dollar. Der RH8 funktioniert genauso. Wir gehen jetzt hier einmal drauf, gehen dann hier auf Bestellen und werden das Ganze jetzt hier auf die mobile Kommandozentrale machen. So, zack, gekauft. Wir warten jetzt wieder ungefähr 10 Sekunden ab.
So, wir drücken jetzt einfach mal Gas. So, wir sind jetzt draußen gespawnt. Jetzt kommt ein ganz komisches Mysterium. Und zwar, das passiert mir des Öfteren, dass ich Safe-Drop auch machen kann mit den Kennzeichen. Ihr werdet jetzt nämlich was Lustiges sehen. Und zwar habe ich diesen Wagen jetzt dupliziert gleich. Wenn wir uns nämlich mal umdrehen, sehen wir, da steht jetzt der RH8. Ganz lustig ist auch immer, alle Leute, die jetzt natürlich hier was spawnen lassen, das landet natürlich auch hier. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dieses MK2 ist jetzt auch hier gelandet von irgendeinem anderen Spieler. Und ihr seht auch, der RH8 ist als Fahrzeug markiert und unser Wagen nicht. Deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal in den MOC rein. Es kann jetzt bei euch passieren, dass euer Fahrzeug entweder komplett verschwindet. Das ist nicht schlimm, da müsst ihr einfach nur die Sitzung neu laden und dann in euren MOC-Anhänger hinten reingucken. Dann ist das Fahrzeug da auf jeden Fall da. In meinem Falle steige ich jetzt hier wieder ein, fahre jetzt einfach das Fahrzeug wieder raus. Wir drücken mal ganz kurz Start, gehen auf Online, machen mal noch die Option Passiv aktivieren rein. Und ihr seht jetzt, der Wagen hat sich dupliziert. Wichtig ist, also Wagen, die teurer als 50.000 sind, also die wirklich viel kosten, die könnt ihr ja auch normal nicht in eure Garage reinstellen. Bei dem Wagen bin ich mir nicht sicher, ob ihr hier beide reinstellen könnt. Auf jeden Fall, ihr seht, wir haben jetzt zweimal den gleichen Wagen. Warum das bei mir passiert, ich habe keine Ahnung. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall, die Kennzeichen sind ebenfalls komplett gleich. Also es steht Virus hinten drauf. Das ist praktisch so geblieben, wie es ist. Wir werden jetzt einfach nur noch den Wagen nehmen und in eine Garage packen und dann ist das Ganze eigentlich so gut wie erledigt. Also wieder hier Start, Markierung wählen. Hier ist unsere Garage. Markierung setzen. Wichtig ist, passt auf, dass ihr das nicht unbedingt auf die Gebäude setzt, sondern wirklich auf die Straße davor. Touchpad, dann Wegpunkt und dann X und wir spawnen jetzt instant dahin. So, ihr seht, wir sind jetzt hier in unserer Garage. Wir fahren jetzt einfach hier rein. Und der Wagen ist jetzt hier drinne. So, das Ganze könnt ihr jetzt eigentlich mit den ganzen anderen Fahrzeugen machen. Ihr solltet nur aufpassen, dass bevor ihr hier rausgeht aus diesem, ja, Glitch, dass ihr dann auf Touchpad drückt und dann auf den Regisseurmodus beenden und dann in die Garage geht und das Ganze nochmal swappt. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das funktioniert. Ich werde jetzt nur nochmal ganz kurz zu meinem Bunker gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, warum bin ich nochmal zum Bunker zurückgefahren? Und zwar wollte ich mal was testen. Ihr seid ja im Frozen Money Glitch und ihr könnt theoretisch gesehen auch statt den kostenlosen RH8 einfach mal einen Deluxo nehmen. Was wird dann passieren? Ganz einfach, ich habe es getestet. Ihr werdet einfach den maximalsten Preis vom Fahrzeug plus Tuningteile alles zurückerhalten. Das heißt, ihr seht jetzt zum Beispiel hier diesen Wagen. Der würde wahrscheinlich am Ende mit Tuningteilen vielleicht gerade mal 60, 70, vielleicht 100.000 bringen. Bei mir bringt er jetzt genau 1 Million GTA-Dollar. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei den ganzen anderen Fahrzeugen. Wenn ihr nun alle Fahrzeuge fertig gemacht habt, alles dupliziert bzw. alles in eure Garagen gebracht habt, dann geht ihr jetzt einfach nur noch aufs Touchpad. Wie gesagt, einmal Start nochmal. Und dann gehen wir runter auf Regisseurmodus beenden. Ihr könnt hier in diesem Frozen Money Glitch halt alles kaufen. Ihr müsst es dann nur hin und her swappen. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt hier auf beenden, drücken auf ja. Wir werden jetzt bei der Fabrik von Lester spawnen, wo wir als letztes mit Michael gespawnt sind. Und werden dann einfach in unsere Garage zurückfahren und alles hin und her tauschen. Wir sind in unserer Garage, wir gehen ganz nach hinten auf den kleinen blauen Kreis und werden jetzt einfach alle Autos mal hin und her tauschen. So, wir tauschen die jetzt einfach alle mal. So, alle Wagen sind jetzt getauscht, damit das noch abgespeichert wird. Einmal Touchpad, dann runter auf Stil, dann hier auf Outfit. Bei euch kann sein, dass es ein bisschen verbuggt ist. Bei mir ist es jetzt zum Glück mal nicht. Dann tauscht ihr das Outfit einmal. Dann ist unten wieder eine kleine orange Ladeschnecke. Wenn ihr euch jetzt wirklich 100% sicher sein wollt, dass das hier auch abspeichert, dann wartet ihr einfach nochmal ein bisschen kurz ab. Und dann tauscht ihr die Wagen einfach nochmal. Und zwar diesmal mit den gegenüberliegenden Wagen. Und dann könnt ihr das gleiche einfach nochmal machen. Ihr müsst halt nur ein bisschen warten, bis ihr wieder euer Outfit wechselt. Dann könnt ihr jetzt nämlich wieder auf Touchpad drücken. Dann gehen wir wieder runter. Jetzt ist das hier auch ein bisschen verbuggt bei mir. Gehen wir einfach mal hier runter. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier drauf bin. Dann gehen wir auch hier wieder auf Outfit wechseln wieder. Und unten erscheint dann, wenn ihr wirklich lange abgewartet habt, dann wieder eine kleine Ladeschnecke. Ich gehe jetzt so nochmal raus, werde mich nochmal töten und dann nochmal wieder spawnen. Denn wir kriegen dann noch eine ganz andere Fehlermeldung, als wenn wir ganz normal sterben. Gehen jetzt hier mal kurz raus, nehmen eine Granate, hauen die hin, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht God Mode an habe, sonst wird das nichts. Ja, ihr seht, das ist das große Problem. Wir haben jetzt hier noch God Mode an. Dann müsst ihr einfach nur warten, bis die Polizei kommt. Die kann euch dann jetzt hier töten wieder. So, ihr seht, die Polizei konnte uns jetzt töten. Wir kriegen jetzt diese Meldung nochmal. Ihr seht, wir spawnen jetzt hier wieder. Ihr könnt jetzt nochmal das Outfit wechseln, um euch auch wirklich sicher zu sein, dass das hier alles abspeichert. Wir wechseln das jetzt einfach nochmal. Ihr seht, jetzt haben wir unten nochmal eine kleine Schnecke. So, jetzt drückt ihr die Home-Taste dauerhaft, geht dann wieder auf Anwendung schließen. So, die Anwendung ist geschlossen. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze abgespeichert hat. Wir stellen uns hier oben erstmal kurz wieder auf Online.
Wir starten GTA. Sobald die Frau weg ist, drücken wir jetzt R1. So, wir drücken R1. Wir halten R1 so lange gedrückt, bis die GTA-Logos verschwunden sind. Die Logos sind jetzt weg. Wir lassen R1 los, warten, bis die Kalibrierung kommt. Wir drücken X. Wir sind im Story-Modus, wir drücken so schnell wie es geht Start, dann auf Online, dann GTA Online spielen, Sitzung nur für Einladung. Wir sollten jetzt theoretisch gesehen in unserer Garage spawnen und die Fahrzeuge sollten da sein. So, mit X bestätigen und wir warten ab. Wir sind jetzt in der Garage, ihr seht, alle Fahrzeuge sind da, alle stehen auch noch genauso, wie wir das hier verlassen haben. Die komplette Garage ist voll. Wie gesagt, der letzte Wagen hier hinten, der befindet sich hinten in der Beschreibung. Ansonsten, falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, bitte nur in der Community, denn ich bin auf verschiedenen Accounts unterwegs und bin niemals auf meinem Hauptaccount. Deswegen geht in die Community rein, die ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Das war's nun von mir, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Das war's nun von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, wo wir die Outfits online holen. Bis dahin, Leute, haut rein und tschüss.